Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships mit Motality. Und heute habe ich einen Gast, den ich schon lange nicht mehr dabei hatte. Ihr seht ihn hier, den lieben Aikaramba, aka Andy. Hallöchen. Hi, Mo. Oh. Ja, jetzt haben wir es endlich wieder geschafft, dass wir zusammen in ein Gefecht kamen, beziehungsweise in ein Video. So ist es, dass wir in ein Gefecht gekommen sind, war jetzt nicht so der Riesenzufall, zusammen in der Division. Ich hatte meistens keine Zeit dafür. Andi fragt mich ja immer wieder. Und jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Mal gucken, wie sich Fuso und Cleveland zusammen anstellen werden. So ist es. Ich bin noch nicht ganz ausgebaut, deswegen ist meine Reichweite noch nicht die höchste. Gerade mal 20 Kilometer. Ah. Naja, nicht die höchste. Hast du einen Speer eigentlich mit der Fuso? Yep. Ja, dann sind es ja nochmal knapp 4 Kilometer mehr. Ja, mir fehlt hier noch der letzte Rumpf und noch das Zielsystem. Okay. So, und da haben wir eine Atlanta. Drehen wir doch mal ein. Mal gucken, Mach sie was die gleich so mal weg. verträgt. One-Shot wäre schön. Würde ich schon mal hart Ja, feiern. auf Entfernung ist die nicht ganz so genau hier, aber wir versuchen es. Aber der kommt ja sogar in unsere Richtung gefahren. Das ist natürlich schon Ja. spannend. Jetzt muss er nur noch in meine Granaten fahren. Naja, nur einmal getroffen. 3300. Naja. Er hat abgebremst. Das ist fies. Aber jetzt kannst du ihn rausnehmen. Ich schieß schon drauf, aber bei mir ist halt 2 Treffer nur 500 Schaden gerade gewesen. Ihr seht hier, die gelben, die kommen von Andy. Immer und immer und immer wieder. Aber was macht denn der? The enemy team has taken the lead. Selbstmord. Ja, das sieht auf jeden Fall spannend aus, du. Oh, jetzt dreht er sogar nochmal schön ein. Ja, dann war's Ja. das. Okay. Gut. Mitsuki kann ich nicht erreichen. Atlanta ist weit weg. Fuso. Hallo, Fuso. Erstes Blut finde ich immer schön, da gibt es immer schöne Flaggen. Ja. Meistens erreiche ich die hier mit anderen Schlachtschiffen, aber die Atlanta war doof zu treffen. Mit der New Mexico hätte ich sie erwischt. No. Mal sehen, Fuso habe ich schon eine Weile nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob ich das mit dem Vorhalten noch hinkriege. Das sieht ganz gut aus. Was ich halt immer. Oh, schauen wir mal, was er da macht. Was ich halt immer schön finde, dass halt einfach sich die Schiffe. Ich habe, wo ist das Schiff da? Schiff, wo das Spiel damals released worden ist, dachte ich mir so, wie können sich denn Schiffe A gefühlt unterschiedlich spielen? Also es kann doch nur im Prinzip genau immer das gleiche sein. Aber es ist halt echt so ein Riesenunterschied. Oh ja. Also eine Amagi spielt sich komplett anders als eine New York zum Beispiel. So, was will denn die Hatsuharu da? Die kannst du mal Ah, ich rausnehmen. war auch schon dabei. Sehr schön. Weil Zerstörer mag ich jetzt nicht so. Die müssen rankommen auf 5 Kilometer, dann mag ich sie, aber alles darüber hinaus. Ah, da kommen sie schon, die Torpedos. So, dann drehe ich schon mal bei, weil ich habe da. Oh, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Und dann ist die Omaha gleich das nächste Ziel. Ich bin noch auf Fuso. Okay, auf die komme ich leider nicht drauf. Ich habe nur 15 Kilometer. Nächste Salve geht dann in die Omaha, wenn die offen bleibt. Muss ich erstmal den Torpedos ausweichen. Ach, mit dem Vorhalten habe ich es heute echt nicht. Aber es ist wirklich so, dass man mit jedem Schiff anders vorhalten muss, weil jedes Schiff schießt anders. Ich überlege mir auch gerade, ob man mal auf die Furutaka da gehen soll. Alleine da im C. Moment, C. Ja, können wir machen. Aber der hat noch eine Fuso hinter sich, Colorado und noch eine Fuso. Der ist doch genau unser Wetter, oder? Gucken. Also ich gehe natürlich jetzt erstmal schließlich noch eine Zeit lang auf die Omaha weiter, weil solange ich nichts erreiche. So, ich drehe jetzt einfach mal in Richtung C, muss halt Türmchen drehen. Dauert eine Weile. Kein Problem. Ja, ich treffe halt gerade nichts. Das ist echt übel. Ah, kommt schon noch. Wenn die Fuso ein bisschen näher rankommt, wie gesagt, ich habe die noch nicht ausgebaut. Bin noch nicht ganz konform mit ihr. Das ist, glaube ich, meine dritte Runde überhaupt. Ach, die Oma ist abgehauen. Ja, die ist Freches leider. Ding. Jetzt muss ich da echt aufpassen, weil da Fuso, ja, du hast schon recht, das sind schon natürlich schon auch Dinger. Vor allem du mit deiner Cleveland. Eine Salve und du bist raus. Ja, stimmt leider. Und jetzt nicht mal, dass ich Sicht habe gerade auf die. Oh, da ist ja die Furu.
Und auch die Furutaka könnte dir gefährlich werden im Nahkampf. Mit 203 mm. Auch die, absolut, ja. Wenn sich die jetzt entscheidet, dass er sagt, okay, der Cleveland stört mich jetzt. Geht doch. Danke, Fuso. So, bin gleich da. Dann können wir uns mal deine Fuso da vornehmen. Oh, die ist ja noch voll. Die ist noch rappelvoll, ja. Ja, Türme sind auf jeden Fall schon mal ausgerichtet. Das heißt, wenn der jetzt da gleich um die Ecke kommt, holen wir uns den. Würde ich sehr begrüßen. Der schaut mich nämlich schon ganz grimmig an. Jo, da kommen schon die ersten Schüsse jetzt. Fang an zu drehen. So, da ist er. So, Türmchen, dreht euch bitte ein. 10 Kilometer ungefähr hier. Ein bisschen höher zielen, dann dreht er nach links. Und mal gucken, was passiert. Ja, 10.000. Für den Anfang nicht mal schlecht. Für den Landgang. Warmschießen schon ganz nice. Oh Gott, wer baut denn diese Inseln, ey? Oh, das kenne ich. Das kenne ich, das Problem. Aber er hat das Problem auch gerade. Er ist hängen geblieben. Oh, pass auf, da kommen Flieger in deine Richtung. Ja, ich befreie mich gerade. Ich drehe mal wieder in deine Richtung gerade bei, dass ich... Ah, die fliegen Gott sei Dank, glaube ich, nicht auf dich drauf, so wie ich das sehe. Nee. Nee, die gehen zu Colorado. Machen wir mal unser Team drauf aufmerksam. So, wenn ich jetzt Gas gebe, komme ich auch an dieser doofen Insel vorbei. Okay, aber die Fuso macht's nicht mehr lange. Nee. Und die schießt jetzt auf mich. Okay, schießt er mir vorbei. Okay, das habe ich gern. Und Zitadellentreffer, der Rest ist deins. Na, ich hab, er ist für mich gerade hinter der Insel. Aber Hauptsache, okay. Er ist weg, er ist sogar. Wie ist mir dann in dem Augenblick dann? 2600 HP noch. Die Salve kommt gleich. 5 Sekunden. Gut, aber die arme Sau brennt ja auch. Ich wollte gerade sagen, der brennt eh weg. Oh, da ist eine Cleveland. Was schieße ich jetzt auf die zweite Fuso? Ja, ich nehme die Cleveland. Nee, die kommt direkt auf mich zu. Krieg ich die Fuso? Ja, ich krieg die zweite Fuso. Sehr schön, komm her. Nicht wegkoppeln, bleib hier. So, tschüss Fuso. Ja, jetzt hab ich's wieder raus. Also, im Nahkampf. Ja, ich seh schon. Läuft gerade. So, und jetzt die Cleveland, ne? Keine Torpedos, was soll sie machen? Ja, ich bin voll, ich nehme sie gerne. Jo, leg los. Schießt du mit AP oder HE? AP jetzt, so wie er kommt. Gut, mal sehen, wer mehr Schaden macht. Nein, zu weit vorgehalten. Naja. Ich hab nur 7000 gemacht. Kein Zitadellentreffer. Schweinerei. So, aber jetzt sollten sie kommen. Ein Zitadellentreffer. Muss tiefer zielen. Ich bin ja schon dabei. Nochmal ein. 10 Treffer, ein Zitadelle. Und jetzt ist er weg. Ja, ja, jetzt ist er raus. Jo. Wie du halt 4-mal geschossen hast, bis ich meine Salve wieder fertig hatte. Finde ich gut. Aber jetzt kriegen wir nichts mehr ab, denke ich mal. Der Ticker ist da unerbittlich. 917. Aber egal, war eine lustige Runde. Und du hast nicht mal einen Kratzer. Ich hab nicht wirklich gefühlt mitgespielt, so gesehen. Aber 2 Kills. Ja, das ist der Andi. Schön abgestaubt. Auch die muss einer machen. Das ist wahr. Ja. Ach, leider. Da kommt noch ein Fuso um die Ecke, aber 947, ich glaube nicht, dass der so schnell ist. Ja, ich hoffe jetzt, dass... Gerne nochmal drauf geschossen. Ja, oder auf dem Flugzeugträger. Es wären beide super schöne Ziele dann. Ja. Blöder Ticker. Ja, puh. Obwohl, wir können nochmal schießen. Fahren wir nochmal mit. Mit der Taste Z übrigens. Und wir sind abgeprallt. Oh Mann. Aber gut. Der kriegt jetzt nochmal ein bisschen auf den Deckel.
977, da kommen die Torpedos. Juhu, ich habe nochmal 4000 Schaden gemacht. Ja, die haben uns gerade, oder die haben mir auch so ein bisschen den Damage noch mal rausgerissen. Naja. Hey, 4000 XP, das ist gut. Kann ich meine Fuße ein bisschen weiter ausbauen? Können wir gleich mal zusammen machen. Drei Zitadellentreffer. Ja, Platz 1 und 2, damit kann ich auch gut leben. Dafür, dass du nicht mitgespielt hast? Ja, super, ne? Ja, ich muss gestehen, also die, wie gesagt, die Independent am Schluss hat mir auch noch mal ein bisschen HP-Pool abgegeben. Also so konnte ich dann gerade noch auf 50.000 Schaden kommen. Was zwar nicht überragend ist, aber besser als nix. Ach, für Cleveland ist das okay. 74.000 bei mir. Für Fuso ist das super. Gut. Dann, warte mal, ich baue noch ganz kurz mein Schiffchen aus. Ja, selbstverständlich. Hier, der Rumpf Nummer 3. So, nehmen wir noch ein bisschen FreeXP dazu. 900.000 kostet das Ding. Autsch. Ja, das aber geht gut. Schnell nach oben, ja, leider. Jetzt bin ich hübsch. Und ja, vielen lieben Dank, dass wir es endlich mal geschafft haben, zusammen ein Video aufzunehmen. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder, hoffe ich. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Sikorski. Tschüss.